Willkommen, liebe Zuschauer. Ja, zwei Tage in Folge hat der DAX deutlich zugelegt. Die Seitwärtsrange, in der er sich über Monate bewegt hatte, die hat er damit nachhaltig verlassen. Heute geht es etwas ruhiger zu. Die weiteren Aussichten an den Märkten bespreche ich jetzt mit Oswald Salcher von Flatex, uns aus Frankfurt zugeschalten. Herr Salcher, ja, eine grandiose Woche liegt hinter uns. Der DAX hat mehr als 6% in dieser Woche zugelegt. Jetzt stellt sich natürlich so langsam die Frage für die Trader, wann muss man raus aus der Position? Ja, hallo Marco. Ich glaube, ein gemeinsamer Freund von uns hätte gesagt, holy moly, was für eine Woche. Tatsächlich ist es eine grandiose Woche gewesen, die man sehr selten sieht. Insgesamt 700 Punkte haben wir zugelegt seit Montag. Wir haben zwar mit einem kleinen Gap begonnen, aber dann ging es richtig ab. 6,34% auf Wochensicht und jetzt ist auch endlich der DAX auf Jahressicht mit 4,4% im Plus. Also alles wunderbar. Und tatsächlich stellt sich die Frage, geht es noch weiter? Kommen wir über die 11.200 drüber oder ist jetzt erstmal Gewinnmitnahmen angesagt. Also wir sind da selber unsicher, was man hier tun sollte. Am besten ist natürlich, wenn man es nicht genau weiß, einfach mal nach oben hin die Luft noch offen lassen, also sprich nicht die Position gleich schließen und nach unten hin einfach einen Stopp setzen. Je nachdem, wie lange man schon dabei ist, kann der weiter weg sein. Also die ganze Woche mitgemacht haben, da würde ich schon ungefähr den Stopp bei 11.100 Punkten setzen. Und wenn er tatsächlich nach unten hin abdreht, der DAX, dann ist man draußen und hat auch eine Freude. Und wenn er nach oben hin weitergeht, dann ist man auf jeden Fall auch noch dabei. Das wäre so jetzt anzuraten. Aber natürlich kann man auch vor dem Wochenende den Sack zumachen, denn übers Wochenende kann auch das eine oder andere passieren. Jedenfalls war es eine gute Woche, da kann man gar nicht schlecht reden. Und insgesamt, wir kommen später auch noch zur Währung. Gestern Mario Draghi hat uns ja vorweihnachtlich eigentlich schon eine Bescherung gegeben. Und die Zeichen stehen eigentlich auch ganz gut, dass es nächste Woche weitergehen kann. Also jetzt eine wirkliche Last auf dem DAX sehen wir nicht, dass es weiter nach unten drückt. Wenn er korrigiert, dann mit Sicherheit nur wegen den Gewinnmitnahmen. Auf die Währungen kommen wir gleich noch zu sprechen. Zunächst noch ein Wort zum Dow Jones. Auch der war gestern ja wieder in Feierlaune, hat gute 130 Punkte zugelegt. Und das, obwohl der US-Dollar ja am Nachmittag deutlich stärker geworden ist, ist es ein Zeichen für die enorme Stärke, die der Dow gerade hat. Ja, also der Dow hat auch ein gigantisches Momentum oder der ganze amerikanische Markt momentan, also selbst, dass die so Sprünge in den Währungen überhaupt nichts ausmachen. Man darf ja nicht vergessen, gestern hat Mario Draghi den Euro geschwächt und natürlich den Dollar gestärkt. Das sehen wir gleich auch nochmal im Chart. Und normalerweise müsste es eine Reaktion auf den Märkten geben, aber jetzt sehen wir den Chart vom Dow Jones ganz im Gegenteil. Also wir sind gestern auch am Nachmittag noch einmal nach oben gefahren, 130 Punkte, obwohl, wie gesagt, die Währung ganz ordentlich nachgegeben hat, der Euro und der Dollar enorm stärker geworden ist, macht überhaupt nichts, der Dow geht. Und ich hatte ja gestern, hatten wir am Nachmittag in der Sendung schon drüber gescherzt, ob wir die 20.000 noch sehen diese Woche. Ja, diese Woche wird es sich nicht mehr ausgehen, aber wenn es so weitergeht, in kleinen Schritten, dann haben wir nächste Woche die 20.000 auch noch erreicht. Alle amerikanischen Indizes wieder auf Höchstständen und zwar auf All-Time-Highs, nicht nur Jahreshöchstständen. Also es läuft gerade wie geschmiert und dieses Momentum sollten wir nicht bremsen. Schade, dass schon Wochenende ist. Schauen wir jetzt, wie angedeutet, aufs Währungspaar Euro-Dollar. Sie haben uns ja gestern gewarnt, wer schlechte Nerven hat, der sollte keine Währungen traden am Tag eben einer Zinsentscheidung. Schauen wir uns den Euro jetzt genauer an. Was ist genau passiert und wie könnte es weitergehen? Ja, es ist ganz lustig. Wir haben wieder ein Chartmuster, das es schon so öfters gegeben hat. Und immer dann, wenn Mario Draghi spricht oder die EZB eine Entscheidung bekannt gibt, dann haben wir immer starke Ausschläge. Und häufig sehen wir, dass es im Laufe der Rede von Mario Draghi noch einmal die Richtung ändert. Gestern war das auch so. Also wir waren ungefähr bei 1,08 im Euro-Dollar. Und dann kam die erste Pressemitteilung raus gestern. Und da hat man zuerst einmal das also positiv interpretiert für den Euro. Das heißt also, man hat gemeint, dass insgesamt das Rückkaufprogramm ja auf 60 Milliarden eingedampft wird und nicht mehr auf 80 Milliarden. Und dann hat man gesagt, okay, das ist eigentlich gut für den Euro, dann ist er erstmal gestiegen. Also fast 100 Pips sind wir nach oben. Dann erst hat man realisiert, dass aber auch der Zeitraum ausgedehnt worden ist und dass es der EZB doch enorm Geld kostet. Und das schwächt natürlich entsprechend den Euro wieder. Dann ist der Euro nach unten. Insgesamt eine Tagesbewegung in relativ kurzer Zeit von 270 Pips. Das ist ganz ordentlich bei den Währungen. Und wie gesagt, wer da falsch positioniert ist, dann kann man ganz ordentlich Geld verdienen. Deswegen war meine Empfehlung, wer schlechte Nerven hat, soll nicht reingehen. Wieder mal Gold richtig. Jetzt hat sich das Ganze wieder beruhigt. Insgesamt haben wir ja auch gesagt, wir sehen ja eigentlich einen fallenden Euro längerfristig. Denn die Amerikaner werden Zinsen erhöhen. Zinserhöhung heißt ja immer, dass der Dollar steigen wird. Das automatisch drückt den Euro nach unten. Und das QE-Programm ist gestern verlängert worden. Heißt aber nicht, dass es danach dann aus ist, also Ende 2017. Also auch da wird das noch Geld kosten. Und der langfristige Trend vom Euro muss ganz klar nach unten gehen.
Jetzt haben wir auch noch einen Einzelwert im Gepäck, und zwar die Lufthansa, denn die Kunden der Flatex, die kaufen ja wieder verstärkt Aktien der Lufthansa. Warum ist das so? Ja, das ist eine gute Frage, und zwar die Lufthansa ist ja kein ganz einfacher Titel. Wie wir wissen, da sind ja immer Unsicherheitsfaktoren da. Auf der einen Seite ist der hohe Ölpreis, der bedingt ja auch einen hohen Kerosinpreis, einen Unsicherheitsfaktor. Und dann haben wir natürlich immer dieses Problem mit dem Personal bei der Lufthansa. Ich glaube 13 Streiks oder was hat es 2015 oder in den letzten ein, zwei Jahren gegeben. Und die Kuh ist auch da noch nicht vom Eis. Man hat jetzt zwar den Streik beendet, aber eine vollkommene Einigung hat man noch nicht erzielt. Trotzdem ist die Lufthansa gerade charttechnisch jetzt bei 13 angekommen, und 13 ist ein alter Widerstand. Wenn man da drüber kommen könnte, dann sieht man schon, im Juni waren wir auch mal an der 13 gescheitert, dann könnte es weiter nach oben gehen. Ich glaube schon, dass die Lufthansa alles tut, um modern zu werden, um halt eben diesem neuen Trend der Billigflieger auch Rechnung zu tragen, indem man halt auch die Kosten wirklich reduziert. Und ich denke, der Weg ist der richtige, und charttechnisch, wenn wir die 13 jetzt endlich schaffen und drüber gehen, dann ist auch charttechnisch nach oben alles frei. Und deswegen, glaube ich, haben sich die Kunden der Flatex jetzt schon positioniert. Also wir haben auf jeden Fall ein deutlich höheres Kaufvolumen gesehen, als es normalerweise der Fall ist. Und deswegen die Spekulation, der Sentiment-Index bei der Lufthansa plus 0,7 deutet ganz klar darauf hin, dass unsere Kunden erwarten, dass die Lufthansa weiter steigt. Oswald Salcher, dann Dankeschön für den Moment und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke auch Ihnen für Ihr Interesse, und hoffentlich sind Sie dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Machen Sie es gut.